So Leute, was geht ab YouTube? It's your boy Nick Fay. Heute mit Luca, okay, Fessler Junior. Ja. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Letztes Mal, ich habe dich nicht so wirklich gezeigt, ich habe dich so ein bisschen ein kleines Intro gegeben. Deswegen, erzähl. Ja, ich bin Luca, besser bekannt als Fessler Junior. Bin 16 Jahre alt. Ich komme logischerweise aus Berlin, früher von Nick. Und es ist mir natürlich mal wieder eine Ehre, bei dem Kanal dabei. Ja, merke ich nicht zu sagen. Ich würde sagen, okay, erzähl mal ein bisschen Lieblingsverein, Lieblingsspieler. Position. Lieblingsverein Union und Dortmund, Lieblingsspieler Sancho. Ja. Okay, dann danke ich mich fürs Intro. Ja. Hi Fabi. Das hier ist Fabian. Erzähl mal ein bisschen was für dich. Hallo! Sag ein bisschen was! Schuh! Ich bin Fabian. See, don't be on the road too tough, I still cut you with a local tax. Ich bin Torwart. Ich möchte Profi werden, genau wie Nico. Welche Position spielst du? Hat er gesagt? Ja. Unangenehm. Dankeschön, danke für das Interview. In die Mitte. Oder Rondo, zweite Taktik. So, hier sind wir dann auch wieder. Und zwar haben wir dann einfach ganz normal das Training begonnen mit einem kleinen Rondo. 3-1 natürlich nur, weil wir auch nur 4 waren. Und ja, wir haben die einfachen Regeln gemacht. Ab 20 Doppelrunde. Tunnel natürlich Doppelrunde und 2 Kontakte Maximum, weil es halt 3-1 ist, wären es jetzt 4, wäre es zum Beispiel nur ein Kontakt gewesen. Und genau. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß allgemein mit dem Video, mit den Trainingsszenen. Wir sehen uns in der nächsten Übung. Bis dann. Thank you.
Bei der zweiten Übung, bei der wir jetzt sind, wie ihr gerade hier Luca seht, haben wir uns von Become Elite inspirieren lassen. Und zwar hatte er genau dieselbe Übung gepostet, als er mit einem MLS-Spieler trainiert hat. Falls ihr das Video sehen wollt, das Original ist in der Videobeschreibung. Und genau in dieser Übung geht es halt einfach darum, ganz simpel einfach zu passen, abzulegen und dann aus Spitzenwinkel aufs Tor zu schießen. War nicht die leichteste Übung, zumal wir die auch mit dem schwachen Fuß natürlich gemacht haben, um zu trainieren. Und ja, genau. Joscha Littke hier. Scharfe Bälle, komm! Gut! Stark! Mach mal ein bisschen Uja-mäßig! Nächster Champions League! Schade! Du hattest so drei Bälle, wa? Ja! Vier waren das, noch zwei, komm! Ein Tor mindestens! Oh, schade! Letzte, komm, hoch! Gib uns mal Bälle holen, wenn du da stehst! Okay, weiter auf den Ein noch, ne? Ein noch? Geh. Ah, du hast ja schön. Ja, Ja, kannst du mal Bälle holen.
Fahrer ist zu groß, erstmal da, alles im Berge. Kommen wir jetzt erstmal zur letzten Übung aus diesem Video. Warum werdet ihr dann später sehen? Auf jeden Fall ist das das England Drill. So haben wir es einfach mal getauft. Und zwar war es so, dass die englische Nationalmannschaft, ich weiß nicht genau, ob es die U23 war oder die normale Nationalmannschaft, aber ist ja auch egal, sich in einem Trainingslager diese Übung gemacht hat oder damit trainiert hat. Und zwar geht es darum, dass man den Ball bekommt, auf einem engen Raum jetzt hier, wie man das sieht, das Viereck. Und eigentlich sollte man innerhalb dieses Raums den Ball annehmen, verarbeiten. Man hat nur zwei Kontakte, einen zum Annehmen und den anderen zum Abschluss. Und genau das ist eigentlich so diese Übung. Das soll natürlich auch Ballkontrolle teachen, damit man halt sozusagen auf engen Raum gute Ballkontrolle hat, auch wenn die Bälle wirklich schlecht kommen. Und das war es dann auch eigentlich schon wieder mit dem nachkommentierten Bereich. Man sieht später dann noch das, was die Anforderung ist, falls man auch Part 2 sehen möchte. Aber seid auf jeden Fall, bleibt gespannt. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören. Viel Spaß mit dem restlichen Video und yalla bye! Neuer Transfer Eiserne Union verpflichtet. Hier ist die Welle. Geiler Ball, Junge.
Nein! Be on the road too tough, but I still cut you with the local tugs. Could have ran off the plug, but I kept it real and I showed him love. Wir machen jetzt alle gegen alle oder eins gegen eins gegen eins gegen alle? Alle gegen alle. Alle gegen alle, ist keine. Ey, da bringen wir weg.